Okay, aber alles klar. Bist du sicher? Ich wechsle mal kurz die Typen. Muss ja nicht immer der gleiche sein. Hab mal ja von gesehen. Brauch dich bei etwas. Na endlich. Hab mal ja bei einer Mission gesehen. Sechsmal sechs Agenten weg. So, das Treffen Nadel der Kleopatra. Bitte melden Sie uns alle verdächtigen Aktivitäten. Sehen, melden, klären. Dann warten wir hier mal. Nein, bleib sitzen. Ich brauche die Biometriedaten eines hochrangigen Source Officers. Augen und Finger. Nein, nein, dafür haben wir keine Zeit. Bitte nicht so laut. Die Daten waren verschlüsselt. Und? Bagley kann sich drum kümmern. Nicht schneller als ich und ich hab's versucht. Unmöglich in der Zeit, die uns bleibt. Mhm. Also, wenn ihr mir nicht helft, gewinnt Zero Day. Und dann sterben wir alle. Scheiße. Finger. Ich brauche etwas Eis und eine Säge. Nein. Hochauflösende Fotos tun es auch. Es muss die Verbindungsperson beim Innenministerium sein. Und der Sirs vernichtet bei einem Angriff ihre Zugangsdaten. Das ist Vorschrift. Also bleibt uns nur die altmodische Tour. Yeah, Folter. Oh Mann, nein. Eine Beziehung aufbauen. Bringt jemanden in die Nähe, der dann heimlich Fotos macht. Okay, ein Kinderspiel. Dieser Teil des Jobs wird hässlich. Schickt jemanden, der das hinkriegt. Mhm. Okay, also wir müssen jetzt einen Verbindungstypen finden und dann... Könntest du mir helfen, Bagley? Ich schlage vor, dass du mit der SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium so Freundschaft schließt, wie sonst auch, indem du dich brennend für jede Einzelheit ihres Lebens interessierst und nicht locker lässt. Ich höre. Die SRS-Verbindungsfrau im Innenministerium ist die Brücke zwischen Regierung und Geheimdienst. Ihr Büro in der Downing Street wäre ein guter Ort, um Freundschaft zu schließen. Dann wird das so gemacht. So. Ich hasse das, ey. Warum kann das nicht einfach sein? Warum ist nicht in hier fast... Ja, okay, jede Straße wäre auch nicht. Das gibt's ja nicht. Selbst, Upsi. Irgendwo da jetzt. Okay. Und wir sollen mit ihr Freundschaft schließen. Na, ganz geil ist. Bin ich auch noch ein falsches Gebäude. Hier arbeitet die Source-Verbindungsfrau im Innenministerium. Aber ich sehe im Überwachungsnetz nur ihren Assistenten. Hack den erstmal. Super. So, also. Ernsthaft? Bitte schön. Den Scheiß müssen wir nicht hinnehmen. Wir haben Rechte. So können wir nicht länger weitermachen. Ich glaube, ich mache das mal von der anderen Seite, weil da waren irgendwie weniger. Nein. Kreidewitzki. Also ich, zumindest war das eben so ein bisschen wenig. Oh, Alter, wie viel hier stehen, ey. Hier ist auch noch ein Frachtterminal. Da.
habe so irgendwie das Gefühl, dass es wäre von hier besser, aber ich weiß es noch nicht. Nein. Wieso kann ich den jetzt nicht hacken, Alter? Okay, es war gar nicht so schwer. Was jetzt? Ich stehe mitten hier in der Downing Street im gesicherten Gebiet und er sagt, es war nicht schwer. Oh, fuck. Oh. Glück gehabt. Abgeschlossen. Verzieh dich jetzt, sonst bringen sie dich um. Wow, komm her. Und weg. Ich hab's. 16 E-Mail-Unterhaltungen deuten darauf hin, dass unser Kontakt im Innenministerium eine Schnapsdrossel ist. Sie verbringt ihre meiste Zeit im Three Hawker Boys. Wenn du sie verführen, eine Beziehung mit ihr anfangen willst, wäre das ein guter Ort. Schick mir den Standort. Erledigt. Ja. Genau. So, also, die ist... gefühlt ein wenig am Trinken. Okay. Ja, das ist ja nicht wild. Gibt's Schlimmeres im Leben. Und? Wie lief's? Na, anfangs. Ja, ich hab's. Es ist hier. Ich bin mal gerade auch ganz kurz hier lang. Aus Gründen. Weil wenn wir eh hier sind, dann können wir auch hier in der Gasse kurz mal guten Tag sagen, ne? So, weil hier haben wir, kann man noch einen Auftrag nämlich auch noch anziehen. So, 404 Auftrag. Schäl die markierte Drohne. So, Verbindungsfrau, Hauptstraße hier lang. Das war ja hier in dem guten Stück. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier rauskommt. Sperrt ihn auf! Wie komme ich denn da jetzt hin? Ey, jetzt sag mir nicht, ich muss hier irgendwie außenrum von der Straße oder so. Aha. So, dann machen wir das so. Wow. Was ist das für ein geiler Kreuzer hier? Geiles Ding.
So, und ich gehe jetzt hier hoch und dann darüber und dann dahin. Ist eine ganz frische im Kopf oder was? Verfolgt er mich? Hilfe! Hilfe! Ich werde verfolgt! Keine Bewegung, sonst werden Sie festgenommen. Dringende Durchsage, möglicher Feind an Ihrer Position. In diesem ganzen Verstanden, wir greifen an, falls nötig. Du bist erledigt. Wieder nicht genommen? Halt! Das Nichtbefolgen führt zu gewaltsamen. Aktiviere Kampfmodus. Hier fest! In Deckung! Nagle das Ziel fest! An alle Einheiten, wir haben einen Schützen! Nein, habt ihr nicht. Zentrale, wir verfolgen die Zielperson. Nein, tut ihr auch nicht. So, Hallöchen. Breche die Suche ab. Zentrale, geben Sie eine Fahndung raus. Oh, hallo. Kuckuck. Ja. Ja, okay. Nehmen wir auch mit. Welchen Bier trinke, werde ich jetzt sowieso hacke dicht. Nein. Oh nein. Nice. Nice Bude. Mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt. Wusstest du, dass Plato sagte, es gäbe 7 Arten der Liebe und, na fuck, ich bin scheiße darin. Wenn du schon bei einem Satz so einen Mist baust, will ich nicht wissen, was du bei 2 machst. Mach's gut. Meine Güte, so schlimm war's jetzt nicht. Bist ein bisschen verkrampft, was? Oh, eigentlich habe ich gute Laune. Es ist nur, dass ich meine karge Freizeit damit verbringe, die Avancen eines seltsamen Sumpfwesens abzuwehren. Fick dich. Nicht mal in deinen wildesten Träumen, Baby. What? Alter! Ja, der war geil, Alter! Der war geil! Oh, jetzt, Alter, jetzt muss ich rausfinden, welcher das ist. Sofern ich überhaupt den habe. Mein Glückwunsch, du wurdest auserwählt. Sehr gut. Ah, komm ich da hoch? Hammer, Alter. Hammer. Also, sorry, ich finde, das finde ich richtig guten. Also, kann man das Humor nennen? Ich weiß nicht. Ja, irgendwie ja. Also, mir gefällt das. Nee, trinken tue ich nicht. Ich muss irgendeinen jetzt haben. Hab sie. Auf den sie abfährt. In der Hoffnung. Okay. Wusstest du, dass Plato sagte, es gäbe 7 Arten der Liebe und, Oh, scheiße, auch nicht richtig. Wenn du schon bei einem Satz so einen Mist baust, will ich nicht wissen, was du bei 2 machst. Mach's gut. Meine Güte, so schlimm war's jetzt nicht. Bist ein bisschen verkrampft, was? Oh, eigentlich habe ich gute Laune. Es ist nur, dass ich meine karge Freizeit damit verbringe, die Avancen eines seltsamen Sumpfwesens abzuwehren. Okay. Fick dich. Nicht mal in deinen wildesten Träumen, Baby. Okay. Der ist es auch nicht. Ich lerne noch die Nuancen menschlicher Interaktion.
aber meine Analyse sagt mir, dass du nicht ihr Typ bist. Professionelle Cosplayerin. Ich überlege gerade. Pass mal auf, ich nehme mal sie hier. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das ist. Oh shit. Sorry. Falsche Richtung. Also das ist jetzt mal richtig geil. Wie viel brauche ich davon? Hey, sag mal, haben wir uns nicht bei diesem Invite gematcht? Wenn nicht, lasse ich den Geschäftsführer umbringen. Lieber nicht, das habe ich mir bloß ausgedacht, okay? Ach, sei vorsichtig, wen du anflunkerst. Fast wäre jemand gestorben. Ganz ehrlich? Wäre es wahrscheinlich wert gewesen. Ja, sollen wir diese Unterhaltung nicht an einen etwas privateren Ort verlegen? Okay, gute Info. Also, weiblich. Meine Güte, ich wusste nicht, dass du sowas kannst. Hast du noch andere Geheimnisse? Gib mir die Lampe und schließ die Augen. Ich zeig's dir. Gib mir die Lampe und schließ die Augen. Ach du Nase. Heidewitzka. Hast du die biometrischen Daten bekommen? Ja, natürlich. Mit der Lampe eins übergezogen und dann konnte ich so viele Fotos machen, wie ich wollte. Verdammt gute Arbeit, Bro. Und jetzt? Anscheinend musst du die List noch ein bisschen aufrechterhalten. Der Upload läuft noch und unsere Kontaktperson meldet sich gerade. Gib sie mir. Schluss mit dem Scheiß. Wer zum Teufel bist du? Arbeitest du für die Russen? China? Die scheiß USA? Konntest du das nicht an meiner Lampenzerschmettertechnik erkennen? Oh, halt's Maul. Upload abgeschlossen. Malik ist in der Leitung. Er wird sicher ausgesprochen dankbar und höflich sein. Das sollte ausreichen. Treffen wir uns an der Westminster Abbey, um die Ergebnisse zu besprechen. Und eins noch. Deine Leistung war etwas besser als erwartet. Sollte das ein Kompliment sein, Kumpel? Er hat die Verbindung getrennt. Am Arsch. Der Typ ist hart, Alter. So, Jagd auf Zero Day. Ich habe den Treffpunkt auf deiner Karte markiert, aber hetz dich nicht. Danke, Bexy. Mhm. So, Technik. Wir haben 90 Punkte. Ich würde sagen, wir müssen mal hier ein bisschen was machen. Also, brauchen wir gerade. Also, ja, ich würde mal sagen, das ist schon mal das mit das Wichtigste, das haben wir erhalten. Bam, badam, bam, bam. Da haben wir auch. Das haben wir auch. Die Frage ist. Der Drohnen deaktiviert. Es ist die Frage, ob das gebrauchen kann. Ja, genau, die Rückseite. Jetzt haben wir noch 20 Points. Oder?
Was haben wir hier? Nicht tödliche. EMP, Drohnen deaktiviert und Gegner stört. Nee, das ist nicht unbedingt das, was ich brauche. Ich glaube, dann hebe ich mir eher die Punkte auf. So, genau. Was haben wir hier? Gnadenloses Model. Setzt sich mit ihrer MP. Achso, und er hier, genau. Ah, da mal schon rein. Das gnadenlose Model. Okay. Wenn man hier zu Naut Auftrag holen, dann passt das nämlich. Okay, das ist übel. 404 hat mir eine Textdatei geschickt. DedSecs internationale Verstecke wurden kompromittiert. Sagt dir der Name Heath Bolton vielleicht was? Nein, dachte ich mir. Bolton war kurze Zeit bei DedSec Houston, bis er die ganze Zelle verraten hat und außer Landes geflohen ist. Jetzt ist er in London und will sämtliche DedSec-Geheimnisse an den Meistbietenden verkaufen. Verdammte Scheiße! Ja, ich weiß. Es ist ziemlich gut für mich, Beziehungen zu DedSec zu haben. Das will ich nicht verlieren. Ich schicke euch die Textdatei. Der Rest liegt bei euch. Mhm. Mission gestartet. Hereinspaziert. Ey. Das US-Außenministerium führt Buch über alle US-Bürger im Ausland. Wenn du Heath Bolton finden willst, hack den CTOS-Hub bei der amerikanischen Botschaft. Dann kann ich ihre Akten nutzen, um ihn zu finden. Danke, Bexy. Ja.